Hallo meine lieben Freunde und ganz herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier bei Berlin Vlogger, der einzige Video-Creator dieser Welt, der seine Videos wirklich mit dem Herzen macht. Heute mache ich mal wieder etwas Leckeres zu essen. Wir sind wieder in der Küche, wie ihr seht. Heute machen wir etwas, was aus Indien kommt, und zwar ein Chapati. Ja, das ist ein, ja, wenn man so sagen kann, ein Fladenbrot mit Curry und mit vielen Sachen innen drin. Wir werden heute das Fladenbrot dazu machen und mal gucken, ob wir das Ganze auch belegen werden und wie wir das belegen werden. Es wird auf jeden Fall ziemlich oft in Indien gegessen. 40% der Einwohner essen das jeden Tag, also in Indien. Es hört sich auf jeden Fall sehr lecker an und scheint auch wirklich sehr lecker zu sein. Und deswegen werden wir das Ganze jetzt mal nachmachen. Und zum Nachtisch gibt es auch noch was Leckeres, und zwar ein leckeres selbstgemachtes Eis mit Cookies and Creamed. Herzlich willkommen, hier ist Berlin Vlogger, der einzige Videocreator dieser Welt, der seine Videos wirklich mit dem Herzen macht. There she goes, looking like a star, with her body shaped like a rock guitar. There she goes, like a shooting star, make you wanna play, makes all the boys them say. She's a pop star, rock star, la la la, fighter, lover. Like a rock guitar, there she goes. Like a shooting star, make you wanna play. Makes all that shit go. Heute präsentiert uns die Mona Lisa unsere Zutaten, die wir für das Chapati brauchen. Und zwar einmal 200 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Curry, 75 Milliliter Wasser, eine Prise Salz und Öl, etwa 2 Teelöffel. Jetzt soll erstmal, also das Curry steht nicht im Rezept drin, das mache ich jetzt einfach dazu, damit es auch wirklich indisch wirkt. Kommt erstmal das Curry in das Mehl rein und noch die Prise Salz. Und das Ganze kommt jetzt durchs Sieben in die große Schüssel rein. Ich habe gemerkt, das Curry ist ein bisschen wenig, deswegen tue ich noch ein bisschen was dazu. Also ein Esslöffel Curry könnt ihr da ruhig schon benutzen. So, oh, ich liebe diesen Duft von Curry, ne? Alter Schwede, dieser Geruch ist einfach so geil, ey. So, und das Ganze werden wir jetzt hier sieben. Sorry, ich habe kein größeres Sieb gefunden. Aber das kann jetzt was werden. Also ich muss da ein bisschen reintun. Ach du Scheiße. Ja, egal. Und das muss ich jetzt, ja, sieben. So, meine lieben Leute, und das hier ist jetzt hier rechts unten drin. Das ist jetzt das ganze Zeug, was ich jetzt nicht verarbeiten konnte, nicht durchsieben konnte, weil das zu groß ist. Das ist halt dieses ganze Zeug vom Dinkelmehl und auch noch etwas Curry dabei. Ja, ich habe Dinkelmehl genommen, deswegen ist es grobkörniger und ja, das ist halt jetzt übrig geblieben. Und das hier ist jetzt dieser feine, durchgesiebte Teig. Ja, das Ganze habe ich gemacht, damit der Teig, wenn es in die Pfanne kommt, halt fluffiger wird und auch nicht so schnell anbrennt und auch, ja, ganz schön ist. Und deswegen habe ich das jetzt durchgesiebt, damit es halt schöner ist. Und ja, das schmeckt man dann aber später auch, wenn man das Ganze dann isst. Der Teig ist fertig und jetzt werde ich langsam das Wasser unterheben. Erstmal ein bisschen Wasser. Und auch gleich noch das Öl. Das Ganze muss ich jetzt verrühren. Eigentlich steht da mit den Händen. Aber ich möchte meine Hände jetzt nicht schmutzig machen. Deswegen mache ich das hier mit so einem Ding hier zum Rühren. So. Jetzt kommen die zwei Teelöffel Öl dazu. So. Und jetzt das restliche Wasser. Am Ende soll ein geschmeidiger Teig rauskommen, laut Rezept. Ich bin gespannt. Okay, Leute, das kann ich jetzt nicht weiterrühren. Ich werde jetzt noch ein bisschen mehr Öl und ein bisschen mehr Wasser dazu machen. Einen Augenblick.
Hier noch ein bisschen mehr Wasser. Und noch ein bisschen Öl dazu. Jetzt werde ich das Ganze nochmal weiter rühren. Und jetzt müsste es eigentlich ganz gut funktionieren. Ich glaube, jetzt weiß ich auch, warum ich das hätte mit der Hand machen müssen. Okay, Leute, das geht so nicht. Ich hole mir jetzt Handschuhe und dann werde ich das mit der Hand machen. Das geht mit dem Ding hier echt nicht. So, jetzt habe ich mir Handschuhe angezogen. Jetzt werde ich das Ganze hier mal vom Teig befreien. Gut, dass keine Hefe drin ist, ne? Hefe ist ja noch widerlicher. So, also mit dem Ding hier funktioniert das schon mal nicht so gut. Deswegen werde ich das jetzt einfach so mit der Hand verkneten. So, ich würde sagen, das ist jetzt dieser fertige Teig. Man sieht noch ein bisschen Mehlrückstände, aber das wird ja beim Braten in der Pfanne ohne Fett ja sowieso weggehen. Das Ganze werde ich jetzt ruhen lassen. Und zwar, für 10 Minuten werde ich das Ganze jetzt ruhen lassen. Ich mache da jetzt ein Handtuch drauf und dann wird das Ganze für 10 Minuten ruhen. So, ein schönes Hühnchenhandtuch habe ich hier. So, Alexa, stell den Timer auf 10 Minuten. 10 Minuten, ab jetzt. Bis gleich, Leute. Jetzt mal ehrlich, was heißt hier bis gleich? Diese zwei Cookies, die ich jetzt noch übrig habe, die werde ich jetzt einzeln zerklopfen, damit sie sich nicht so vermischen. Weil jetzt werde ich das Eis machen. Dazu brauche ich auch noch Sahne. So, ich hole mir mal irgendwas zum Klopfen raus. So, perfekt. Nudelholz. So. Geht es überhaupt kaputt? Ups. So, meine Leute, das Nudelholz fällt immer auseinander, weil es halt schon sehr alt ist. Deswegen werde ich jetzt mit dem Hammer weitermachen. So, ich glaube, das reicht auch schon. So, und der Keks, der zerbröselte, zerkleinerte, kommt jetzt erstmal hier in das in die Schüssel. Und das Ganze werden wir jetzt auch nochmal mit dem Schokoladenkeks tun. Wunderbar. So, und das Ganze tun wir jetzt in eine weitere Schüssel. Geil. Ich muss mal gucken, ob das Ding überhaupt noch schmeckt. Boah. Das schmeckt noch. Also ich habe jetzt hier drei Becher und dort werde ich in den einen halt Schokolade reintun. Ja. Einfach mal so reinstopfen. In den anderen werde ich einen weißen Keks reinstopfen mit weißer Schokolade und Nüssen. Hoppala. Und hier in die Mitte werde ich beides mixen. Bisschen dunkel, bisschen hell, bisschen dunkel, bisschen hell, bisschen dunkel, hell. Dunkel. Meine lieben Freunde, jetzt habe ich die Sahne. Ich habe da jetzt einfach 30% Fett genommen, aber ihr könnt die nehmen, die ihr wollt. Und dann fülle ich das Ganze jetzt einfach mal auf. So. Der sickert noch ein bisschen. So, und das Ganze kommt jetzt für 2 Stunden in den Tiefkühler. So, meine lieben Leute, der Teig ist fertig. Und den werden wir jetzt aufrollen und in 12 gleich große Stückchen machen. Deswegen tue ich jetzt hier Mehl hinstreuen. Och, meine Fresse, jetzt komm mal raus, du. So. Und werden da halt gleich große Stücke draus schneiden. Oh, geil.
Weizenmehl fühlt sich weicher an. Das fühlt sich so rau an, weil es Roggen, Dinkel ist. Aber gut, das muss jetzt so sein. Judy, dann haben wir hier den Teig. Oh, das sieht schon echt geil aus mit dem Curry drin, ne? Und das Ganze, jetzt muss ich das Nudelholz doch nochmal rausholen. Das Ganze werden wir jetzt platt machen. So, meine lieben Leute, der Teig, der ist jetzt fertig, ja, gerollt. Und jetzt werde ich mir ein Gefäß suchen, womit ich halt diese einzelnen Kreise halt ausstechen werde. Leute, das Einzige, was ich gefunden habe, was ich jetzt nehmen werde, ist das hier. Ich hätte auch ein Glas nehmen können, aber ja, ich habe kein so großes Glas. Ich werde jetzt hier einfach mal Stücken so aus. Ganz ehrlich, ich nehme ein Glas. Herzlich willkommen, hier ist das Glas. Nummer 1. Nummer 2. Na komm, ich drücke aufeinander. Und diese Patties muss ich jetzt jeweils 1,5 Minuten ohne Fett in der Pfanne anbraten. Von jeder Seite 1,5 Minuten. Und ich bin gespannt, wie die am Ende schmecken werden. Das ist jetzt das fertige Fladenbrot. Ich glaube, ich habe es teilweise ein bisschen zu lang drin gelassen. Probier mal. Ich muss ein bisschen sagen, es schmeckt auf jeden Fall wirklich lecker nach Fladenbrot. Das Curry schmecke ich jetzt ehrlich gesagt nur wenig. Hätte ich ein bisschen mehr nicht drin, aber egal, stand ja eigentlich nicht im Konzept drin. Ich zeige euch das mal. So schaut das Ganze von innen aus. Ich finde es eigentlich echt sehr lecker. Es schmeckt halt nicht gar nichts, weil es halt ein Fladenbrot ist und da ist sehr wenig Salz drin. Aber es schmeckt wirklich richtig lecker. Das soll ja auch nur so ein Brotersatz sein, sage ich das mal so. Es geht schnell. Die Zubereitung hat jetzt nicht länger als 30 Minuten gedauert. Und es schmeckt wirklich sehr lecker. Und da ich das Ganze jetzt nicht nur so trocken essen möchte, habe ich mir das Ganze jetzt mit vegetarischer Mortadella überlegt. Und der Grund hat es halt, Leute, hier so ein Frischkäse. Guck mal, da seht ihr das? Jetzt seht ihr das. So ein Frischkäse. Und wenn man es wirklich belegt, dann kann ich mir echt vorstellen, dass es dann noch viel geiler schmeckt. Probier jetzt mal. Leute, es schmeckt wirklich sehr lecker. Ich kann es auch auf jeden Fall sehr empfehlen nachzumachen. Es schmeckt super lecker. Wenn man sich das Ganze dann noch belegt, irgendwie zum Abendessen oder so, oder wenn man Salat dazu essen möchte, oder wenn man mal schnell irgendetwas selber machen möchte, was super lecker schmeckt, oder sowas, dann würde ich das auf jeden Fall sehr empfehlen. Auch für Party-Snacks ist es wirklich perfekt. Die Größe könnt ihr selber einteilen. Es geht so oder so auf, egal wie groß es ist. Ich habe ja erst nur so kleine Dinger gemacht. Eigentlich müsste so ein Ding ja so im Kreis 8 cm groß sein. Das werde ich mir auf jeden Fall merken, das Rezept. Ich finde es super. Und ja, wir müssen jetzt noch ein bisschen warten, weil das Eis ist ja auch noch ein Tiefkühler. Ich möchte euch natürlich auch sagen, wie das schmeckt mit Sahne und Cookies. Ja, wir müssen aber noch warten, bis das Ganze halt eingefroren ist und so lange, dass ich mir hier mein Essen schmecke. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, meine lieben Freunde, das Eis, das ist jetzt auch fertig. Also es ist auf jeden Fall gefroren. Hallo. Ja, und ich werde dieses Eis jetzt mal probieren. Das ist dieses Cookies and Cream Eis mit Sahne und Cookies. Ja, ich habe das einfach mal gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie das schmeckt, ja. Und ich probiere es einfach mal. Wow. Wow. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
Es schmeckt wirklich Bombe. Die Sahne hätte vielleicht noch etwas gesüßt werden können. Ja, ich habe die ja einfach nur so reingekippt. Geil. Ein richtig geiles Eis. Hier die ganzen Cookiesplitter und so noch drin. Wow. Wirklich richtig lecker. Macht es auf jeden Fall mal nach. Ihr braucht einfach nur Cookies und halt Sahne. Aber die Sahne müsst ihr auf jeden Fall noch ein bisschen zuckern und Milchpulver hinzumachen. So dass das Ganze auch ja, ein bisschen süßer halt schmeckt. Ja, weil hier schmeckt man halt wirklich nur den Cookie. Und die Sahne, ja, ist halt nicht sehr süß, aber dafür der Cookie. Und es schmeckt wirklich trotzdem, trotz dass die Sahne nicht so süß ist, schmeckt es wirklich sehr lecker. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Ja, meine Lieben, und damit verabschiede ich mich auch für heute. Ich genieße jetzt mein Eis, was fast schon wieder leer ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, ihr könnt euch auf das nächste Video freuen, denn da gehen Collins und ich wieder in ein Lost Place. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Video. Bleibt gesund. Ciao. Make you wanna play, makes all the boys them say.